Thema beim diesjährigen VKE-Treff 2019 ist künstliche Intelligenz in der Kosmetikbranche. Künstliche Intelligenz ist ja in aller Munde, es ist ein Trendthema und ein Hype-Thema und wir versuchen das in diesem Jahr mal ein wenig zu entmystifizieren und zu dechiffrieren, was es konkret für die Kosmetikbranche heißt, was man damit machen kann, welche Prozesse man verändern muss und was es für die Produkte bedeutet, die ja immer noch sehr haptisch sind. Und das werden wir von allen Seiten und allen Perspektiven beleuchten. Glaube ich, sehr spannendes Thema, hat sich hier für mich heute auch bestätigt und es bestätigt sich natürlich auch, dass das für unsere Industrie, glaube ich, ein sehr wichtiges Thema für die Zukunft sein wird oder vielleicht sogar schon ist und wir etwas aufholen sollten. Steht jetzt auch im Zeichen des Übergangs von Herrn Seidel zu Ihnen. Wie fühlt sich das an? Das fühlt sich gut an. Also der Übergang von Herrn Seidel, den sehe ich aber auch als, ja, ich sag mal, wirklich einen fließenden Übergang. Wir haben da dieselben Ansichten und von daher werde ich den Ball jetzt aufnehmen und werde natürlich auch neue Themen reinbringen. Das werde ich jetzt in den nächsten Wochen mit dem Team zusammen erarbeiten und dann werden wir die Zukunft gemeinsam mit den Mitgliedern gestalten können. 1000 Dank, es hat riesen Spaß gemacht. Stefan, wir vermissen dich. Das war das von uns, das Persönliche, das auf der Arbeitsebene, wie man es schön sagt. Aber wir haben natürlich auch versucht, Weggefährten, Kolleginnen und Kollegen zu erreichen. Bitte jetzt mal die Konzentration auf die Bildschirme. Mal schauen, was da jetzt kommt. Hallo lieber Herr Seidel, hier spricht der Rentner mit einem Jahr Erfahrung zu dem zukünftigen Rentner. Jahrelang haben wir uns die Zahlen um die Ohren geschlagen, jetzt ist Highlife angesagt. Und als passionierter Golfer können Sie mit Recht sagen, der lieber im Raff als im Büro. Freuen Sie sich auf den nächsten Lebensabschnitt. Alles Gute, Ihr Gerd Lieber. Das Allerwichtigste ist, du bist einfach ein ganz feiner Kerl. Danke und tschüss. Schauen Sie mal, wer am Tisch rechts neben Ihnen sitzt. Und legen Sie mal der Nachbarin, dem Nachbarn mal zärtlich die Hand auf die Schulter. Ja, gucken Sie mal nach rechts, das geht dann so einmal hoch. Und jetzt klopfen Sie mal drei und sagen Sie mal, 1, 2, 3, jetzt sagen Sie mal, du bist meine Königin. Es war für mich ein Abend voller Emotionen, der mich sehr, sehr berührt hat. Einen wunderschöneren, wundervolleren, schöneren Abschied aus der Präsidentschaft des VKEs kann ich mir einfach nicht vorstellen, wie diesen Abend. Der VKE-Treff ist seit mittlerweile 3 Jahren ein fester Event im Terminkalender. Sehr gut, sehr viele neue Impulse und für mich ein Pflichttermin jedes Jahr. Ja, ich fand's super, es war eine klasse Stimmung. Wir haben interessante Leute kennengelernt, tolle Kontakte knüpfen können. Wir haben unheimlich viel gestaltet in diesen 1,5 Tagen. Der Vorstand steht, die Mitglieder stehen hinter uns, die Förderer sind mit dabei. Ich kann nur sagen, schönen Abend, macht's gut, auf bald.
spätestens 2020.